Zuerst ging es entlang der Isar, deren Quelle wenige Kilometer vor uns lag. Wir ließen die Isar hinter uns und folgten der wildromantischen Gleirschwamm. Nur eins, da geht's. Schlecht. Der Abzweig zu dem auf dem hochgeheilten Bergpark ist nicht leicht zu finden. Wenn man an der Mühlalm ankommt, hat man den Abzweig bereits verpasst. Uns ging es nicht anders, also mussten wir wieder ein Stück zurückradeln. Da geht's rauf. Der Pfad zum Hochgleirisch war gefunden, ab hier ging es zu Fuß weiter. Wie viele Kilometer haben wir jetzt gefahren? Ungefähr knappe 12 Kilometer. Gut 1200 Höhenmeter liegen vor uns. 400 Höhenmeter hatten wir bereits mit dem Mountainbike bewältigt. Eine Gewalttour. Der Lohn dafür ist unter anderem die Einsamkeit. Aufgrund des langen Anmarsches von 12 Kilometer will kaum einer den Hochgleirisch besteigen, und das trotz der Popularität des Mountainbikes. Hoch über uns ragen die Wände des Sargkopfes auf. Sie überschreiten bereits die 2000 Meter Grenze. Ein Stück dahinter befindet sich unser Ziel, der Hochgleirsch. Im Hintergrund die noch zum Karwendel gehörende 2400 Meter hohe Erlspitze. Oben hinaus wurde es so steil, dass man darauf achten musste, nicht abzurutschen. Wie man sieht, war bei dieser Tour alles geboten. Radfahren, Bergsteigen und jetzt auch noch Klettern im zweiten Schwierigkeitsgrad. Eine kleine Felswand stellte sich unerwartet vor den Gipfel. Das Ziel ist erreicht. Wir sind 2400 Meter über dem Meeresspiegel. Von unserem Ausgangspunkt aus waren es immer noch 1660 Höhenmeter. Eine Gewalttour, wenn man bedenkt, dass 800 bis 1200 Höhenmeter üblich sind. Ich kann nur mal eins sagen, I am the champ. Da sind die Ötgauspitzen und die Birkauspitze. Ja, die Alpspitze da noch, ist noch halb mit Schnee bedeckt. Der kleine Sohl. Der Sohlstein. Und genau hinter dem großen Sohlstein ist der Schrankkogel, dieser dreieckige. Und ganz knapp links vom kleinen Sohlstein ist das Zuckerhütl am Horizont. Im Südosten ist der Olperer zu erkennen. Ganz hinten unter dem Sattel befindet sich die Isarquelle mit dem Hallerangerhaus. Unter uns das Ziel des Rückwegs, der Ausgangspunkt Scharnitz. Der Abstieg beginnt. Bis zur Waldgrenze konnten wir eine andere Route wählen. Sie führte in westlicher Richtung. Jetzt bin ich da
froh, wenn ich da unten bin, weil da mein schöner geles Auto sitzt. Ja, ja. Dank Mountainbike legten wir die restlichen 12 Kilometer gelenkschonend und in einer für Bergsteiger ungewohnt hohen Geschwindigkeit zurück. Ein vielseitiger Tourentag geht zu Ende. Bis auf Paraglide und Skifahren war alles geboten und das bei strahlendem Sonnenschein.